Ja, Leute, herzlich willkommen bei Bauer 78 Television. Und ihr seht hier meinen Weber Q1000. Den habe ich ja vor kurzem in einem Video mal vorgestellt. Und heute geht es einmal um den Umbau auf 5 oder 11 Kilo Gasflaschen. Ja. Also das ist jetzt hier der Auslieferungszustand, beziehungsweise so bekommt ihr den Q1000 geliefert. Das ist jetzt hier einen Halter für die Gaskartuschen. Normalerweise wird der betrieben mit den Gaskartuschen. Die kennt jeder, die großen, die 500 Gramm. Es ist nicht schlecht, bloß ich habe festgestellt, wenn ich mit meiner Family grillt im Campingurlaub, dann grille ich mit dieser Kartusche genau zweimal. Da kommt nämlich das Reinigen auch noch mit dazu. Zum Reinigen von so einem Grill mache ich ebenfalls nochmal ein Video. Also haben wir gesagt, ja, also die wird dann quasi hier unten herangeschraubt. Diese Gaskartusche kann man dann da reintun und das kann man dann hier so einfahren. Ja. Aber wie gesagt, zweimal, dann ist bei mir so eine Kartusche leer und die kostet bis zu 15 Euro. Es wird dann auf Dauer ziemlich teuer und wie gesagt, ich habe euch das im Vorstellungsvideo vom Webergrill schon mal gesagt, mit diesen Gaskartuschen hat man am Anfang viel Leistung, aber dann je weiter, dass sie leer werden, umso weniger Leistung hat man und das hat mich einfach genervt. Vorgedessen habe ich mir jetzt hier eine separate 5 Kilo Gasflaschen gekauft, mit dem, wo ich den Weber betreiben werde in Zukunft. Aber erst einmal müssen wir den jetzt umbauen, das zeige ich euch jetzt. Wichtig ist, ihr wisst selber, Gas ist ein sehr gefährliches Medium. Ich übernehme für nichts eine Gewähr oder die Verantwortung. Den Umbau macht jeder auf seine eigene Verantwortung. Ja? Genauso wie ich das auf meine eigene Verantwortung mache, macht ihr das auch auf eure eigene Verantwortung. Wenn ihr das machen wollt, seid ihr für alles, was damit passiert, im Nachhinein selbst verantwortlich. Ja, wenn ihr ins Wohnmobil in die Luft fliegt, dann habt ihr selber euch das dann zuzuschreiben. Ja, wie gesagt, dann sage ich euch einmal, was braucht ihr und was müsst ihr machen. Das ist eigentlich gar nicht viel. So, das sind jetzt die Utensilien, die ihr für diesen Gasumbau braucht. Ihr braucht erst einmal einen neuen Gasschlauch mit einem 50 Millibar Regler. Diesen Schlauch habe ich beim großen A gekauft. Dafür gibt es einen Link unter dem Video, wenn ihr das so umbauen wollt, kauft euch also ihr genau diesen Druckminderer mit dem 1,5 Millimeter bzw. 1,5 Meter Schlauch. Da haben dann die Anschlüsse alles schon richtig dran. Ihr müsst dann lediglich noch hier den Schlauch an den Druckminderer anschließen, wenn es geliefert wird. Weil der Druckminderer, der wird in einem extra kleinen Paket geliefert und der Schlauch, der wird halt so geliefert. Müsst dann einfach daran machen, das dann gut festziehen. Ja, ihr wisst, ihr hantiert sie mit Gas, also richtig gut festziehen. Dann braucht sie einmal Wasserpumpenzange und einmal einen Schlüssel oder ihr nehmt, messt euch dieses Maß hier ab und nehmt euch zwei Schlüssel von dem Maß, das ist egal, das müsst ihr wissen, selber wissen. Und ich persönlich verwende dann hier noch ein Lecksuchspray, weil ich will ja noch natürlich schauen, ist die ganze Sache ja wirklich dicht. Ja? Nicht, dass man das Ganze dann um die Ohren fliegt. Ja. Und dann fangen wir mal an, damit wir den alten Manometer und den Korb für die Gasflaschen wegbauen. So, ich habe jetzt das Mikrofon mal bei mir an den Kragen gemacht. Das wird es nicht mehr ganz so gut verstehen wie davor, aber ihr dürft es mir normalerweise schon hören. So, ich brauche natürlich den Korb auch nicht mehr. Ihr wisst ja selber, unsere Wohnmobile brauchen wir natürlich immer ja, Gewicht. Es sind hier drin noch zwei Schrauben, die müsst ihr einfach rausschrauben. Ich habe das mit einer Zange gemacht, die habe ich jetzt schon mal rausgemacht, damit das Video nicht allzu lang wieder wird. Ich brauche jetzt eigentlich hier nur den runterziehen. Wie gesagt, der ist eine hier mit zwei Schrauben nochmal festgeschraubt. Ich brauche es einfach nur rausschrauben und runter. Der bleibt bei mir zu Hause, weil für den habe ich jetzt endlich keine Verwendung mehr. So, und jetzt habt ihr also hier nochmal hier euren alten Druckminderer für die Gaskartuschen. Und dann habt ihr hier zwei Schrauben. Das ist eigentlich ganz einfach. Nehmt ihr also hier die Rohrzange, halt hier diese eine fest. Dann nehmt ihr hier die andere und schraubt das Ganze. Macht es locker, ich habe das davor schon ein bisschen gelockert. Das ist natürlich dann schon wieder ein bisschen Kraft verbunden und schraubt sich hier auf. Ja, das ist ein anderes, das Gewinde läuft quasi andersrum. So, dann schrauben wir hier runter. So, dann habt ihr also hier den Gasdruckminderer für die Gaskartuschen. Den heben wir mal auf, man weiß ja nie, für was man es braucht. Da ist auch hier so ein Regelungsrad dran, dann ist das fertig abgebaut. So, jetzt kommt euer neuer Gasschlauch ins Spiel. Seht ihr also hier den Anschluss. Das macht man nur ein bisschen sauber. Ihr könnt da dann auch im Notfall ein bisschen Loctite hinmachen. Ja, das mache ich dann im Anschluss noch. Aber das ist bloß einmal das Grundprinzip, dass ihr seht, wie das geht. Dann nehmt ihr eigentlich nur euren neuen Schlauch, euren Druckminderer habt ihr hingemacht und schraubt ihn hier einfach wieder an. Ein bisschen auf Zug halten. Sauber, gerade anschrauben, das ist wichtig. So, jetzt ist sie fest. Und jetzt halt hier herhalten wieder. Mit der Zange, das ist bei mir schon ein bisschen ausgefurzt. So, geht es halt hierher. Und zieht es das also richtig gut festziehen.
Das sollte also schon richtig. Ach so, jetzt passt die Britzen. So, jetzt ist das richtig fest angeknallt. Passt, das Ganze schaut dann so aus. So, und da könnt ihr das Ganze eigentlich schon sehen. So schaut das Ganze aus. Es wird eigentlich nur mit der Schraube locker gemacht und wieder dran gemacht. So, schauen wir mal, dass das sauber dran ist. Passt. Armatur funktioniert auch noch alles. Und dann machen wir mal einen Dichtigkeitstest. So, ihr seht jetzt da mal einen Testaufbau. Ich habe das jetzt mal an einer 11 Kilo Flasche angeschlossen, weil ich die 5 Kilo Flasche gerade nicht da habe. Alles sauber angezogen. Also da vorne quasi an die Flasche direkt den Druckminder angeschlossen und den auch sauber angezogen. Handfest, aber doch halt fest. Ne? Das müssen wir halt ein bisschen mit Gefühl machen. Und dann schauen wir mal mit dem Lecksuchspray, ob wirklich auch alles dicht ist. So, jetzt schauen wir erst einmal hier an der Flasche selber. Wie gesagt, das ist fest. Ich drehe jetzt einmal hier. Schau, dass der Grill aus ist. Der ist aus. Und jetzt drehe ich hier mal auf. So, maximal drehen wir da mal auf. Und jetzt schauen wir mal. Gerade hier werden die Dinger gern undicht. Oder hier. Dann nehme ich jetzt mal das Lecksuchspray her. Halten wir da mal ein bisschen was hin. So, da würden wir jetzt sofort sehen, wenn es undicht wäre, würden sofort hier Blasen kommen. Schaut gut aus. Das ist dicht. Also hier dieser erste Anschluss, der ist schon einmal dicht. Dann machen wir mal weiter am Grill selber. So, jetzt haben wir selber am Grill selber. Da müssen wir jetzt schauen, ob hier irgendwo Undichtigkeiten auftreten. Dazu mache ich einmal den Deckel vom Grill auf. Ja, gebe hier Gas. Da hört man schon das Gas rauschen. Halt wieder hier hinten hin und spritze da mal wieder Lecksuchspray drauf. Hier schauen wichtig, man sieht also, das ist hundertprozentig dicht. Das heißt, Dichtigkeitsprüfung ist bestanden, schaltet wieder aus. Das kann man jetzt so verwenden und in Urlaub fahren damit. Das funktioniert gut. Also ich rate euch, das mit dem Lecksuchspray zu machen. Geht natürlich auch so eine Art Seifenlauge, aber ich arbeite mit denen Mitteln sehr gerne, weil ich will mich davor wirklich danach überzeugen, dass das Ganze dicht ist. So, jetzt geht es natürlich ans Transportieren. Ich habe das jetzt so gelöst, ich ziehe mir einmal hier für den Transport das so durch hier. Moment mal. So. Und jetzt, wenn ich das hier so reinlegen würde, dann würde das während der Fahrt immer hier schlagen und würde mir die ganze Zeit das E-Mail runterschlagen. Folgedessen holen wir aus dem Kantenschutz ganz, ganz primitiv und ein bisschen einen alten BW-Tape hier so einen Überzug gebaut. Da stecke ich dann quasi hier das Manometer rein. Versenkt das komplett da drin. So, seht ihr das? Das schaut dann so aus. Und jetzt kann ich das da rauflegen auf die Grillfläche. So, ohne, da passiert jetzt nichts. Wenn es während der Fahrt wackelt, kann das Ganze dann hier schließen. Zack. Und kann dann sauber damit im Urlaub fahren, ohne dass man da irgendwas beschädigt drin. Ja Leute, das war jetzt der Umbau vom Q1000 auf 11 oder 5 Kilo Gasflaschen. Ihr könnt mit dem Umbau beides verwenden. Ich verwende 5 Kilo Gasflasche. Aus dem einfachen Grund, weil es einfach ja, weniger Gewicht hat. Seht ihr es jetzt auch, so transportiere ich das, hat man da dann quasi nur den Schutz drüber gebaut. Und ich lege dann meistens auch noch dann die Grillbürste hier rein. Ja. So, dann passt es. Da muss man natürlich auch wieder aufpassen. Wegen den Kanten hier. So, das war's Leute. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, kommentieren, abonnieren, Kanal weitererzählen. Wenn ihr da noch irgendwelche Fragen habt zu dem Umbau, dann schreibt es einfach unter das Video. Dann versuche ich euch die natürlich gerne zu beantworten. So, in dem Sinne Leute, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Ciao, bis zum nächsten Mal.